nichts ihm geworden, ist also unsinnig. Sonst hätte sich es in seiner Funktions-, in seinem Nicht-Funktionieren ja herausgemändelt. Es bedarf also des Horrorterrors, der Spaltschizophrenie als Voraussetzung der Aufspannung der Differenz, der Batterie und eben der Schizophrenie, der Spaltung. Es bedarf zweitens der Tröstung, des Schließens dieser Kluft, des Vernarbens dieser Kluft in Entstehung von zwei Kompartimenten der ganzheitlichen Welt des Parmenides, des Unbewussten und seines Speicherapparates. Und es braucht drittens als umfassendes System zwischen dieser linken und rechten Seite, als Vortex dazwischen dieser Differenz, Athletisierungswirbelsturms in der Mitte, der durch das Loch des Tödlichen geht, um an dieser phantasmatischen Grenze Spannung, Sog, Geschwindigkeit aufzunehmen, alles in sich hineinzuziehen und nach dem anaximandrischen Prinzip alles aufeinander zu hetzen, sich auslöschen zu machen, um aus den Spaltteilen wieder neue Synthetisierungen zu machen. Es bedarf all dieser entsetzlichen Schweinereien, Theriotes, der Weichfleischlichkeit, des Vergänglichen, des plastisch-elastischen, flexiblen Fleisches, wie einer Wundertafel, eines Wunderblocks, heißt es bei Freud, dieser Wachsschicht, wie ein Körper, wie eine Wachspuppe beschreibbar mit Codes, damit da sich etwas aufzeichnen kann, damit da Differenz entstehen kann, damit da Erinnerung entstehen kann. Und das geschieht, kann nur in vergänglichen Wachspuppen, die im Feuer dann zerschmelzen, geschehen. Und in diese, um sie zu bewegen, um sie anzutreiben, um sie sich fortentwickeln zu lassen, muss dann vorher die Spaltkluftdifferenz, der Mangelhunger eingespannt sein, damit man etwas nachzutrotten habe, und gleichzeitig muss der Tröstungs-, der Reintegrations-, der Wiederverschließungs- und Vernähungsapparat da sein in der ersten Bakterie schon, denn dieses ist durch den Zellkern, durch die Ribosomen, durch die Mitochondrien und durch die Anordnung der Zilien in ihrem Skelettstrukturbalkengerüst, dass die ganze Blase sich zusammenzuziehen zulässt als erste Amöbe, um durch umfließende Endozytosen sich die Welt allmählich zu erobern. Siehe den Film Der Blob, jenem ersten Wesen mit struktureller Selektionsmöglichkeit, weil es einfach alles ausprobiert und dann das, wie das Gehirn funktioniert, die Bahnungen, die nichts bringen an Futter, werden eingezogen, die anderen werden verstärkt, und so erreicht man immer den, durch Trial and Error, den besten Weg, den genialsten Weg durch das Labyrinth. Man kann sogar eine verbesserte U-Bahn-Karte von Tokio basteln. Und es merkt sich durch Chemotaxis und durch Abspeicherung von bereits durchzogenen Bahnen. Es lernt also Erinnerung, weil es an dem Boden, wie bei Ameisen, den es überzogen hat, einen Schleimteppich hinterlässt und diese Bahnen nicht erneut erprobt, da es weiß, hier bin ich schon gewesen. Das ist dann die erste Erinnerungsspeicherplatte, die eben die Differenz von schon einmal gewesen zum nachher, wohin, den Zeitpfeil, die Richtung, den Ortsrichtungszeitpfeil erschafft. Und dann kommt durch die Zilienorganellen noch das oszillatorische Pulsations-Vibrations-Experiment hinzu, die dunkle Unterwelt zu beleuchten und dann das Auge zu erschaffen als Sensor,
sensible Hautzellen zunächst, das lichtsensible Hautzellen zunächst, um sich zu optimalisieren in der dunklen Unterwelt hinsichtlich Fortbewegung. Denn die Anemone, wenn sie aus dem Kinderstadium heraus ist und ortsständig wird, frisst als erstes auf ihr Gehirn, das es dann nicht mehr nötig hat, den Krill, der vorüberschwimmt, oft zu essen.